Gut, Shalom Aleichem, wir lernen ein Mamar Chassidut von der Friedrich Rebbe. Steht geschrieben in Tehillim, dass der Mensch geht jeden Morgen zu seiner Tuung, zu seiner Arbeit, zu seinem Arbeitsbedarf, das, was er tun muss, bis Abend. Das heißt, die Torah ist nicht pro Home Office, wie heißt das? Home Office. Die Tora sagt, der Mensch soll morgen früh weggehen von zu Hause und arbeiten bis Abend. Das ist die Natur von dem Mensch, das ist seine Aufgabe. Natürlich gibt es Schabbes, gibt es Feiertage, es ist nicht das ganze Jahr, es gibt auch Urlaub. Aber im Großen und Ganzen, der Mensch ist gekommen in diese Welt, um Amal, um sich beschäftigt zu sein, kreieren. Und jeder Mensch ist sehr genussvoll von seinen 100 Euro als Kellner als 100 Euro Geschenk. Oder? Warum? Etwas dafür gemacht. Sehr gut, etwas dafür gemacht, schenkt der Mensch gutes Gefühl. Gutes Gefühl. Sagt der Rebbe, im Namen von Baal Shem Tov, jeden Neshama, was Hashem schickt Arop auf die Welt, hat eine bestimmte Aufgabe in dieser Welt zu tun. Sonst hätte er Hashem nicht geschickt. Jeden Mensch hat seine bestimmte Aufgabe. Hashem macht nicht zwei Stückel Schnee dieselbe. Er macht nichts doppelt. Okay? Insbesondere als Menschen. Jeden Mensch hat eine bestimmte Aufgabe in dieser Welt, wo nur seine Neshama kann es durchführen. Nicht sein Vater, nicht seine Mutter, nicht sein Lehrer, nicht seine Freunde, nur er selbst. Der Baal Shem Tov sagt, der Mensch geht zu seiner Tuung, zu seiner Arbeit, das heißt, der Neshama ist geschickt auf die Welt und jeder darf wissen und gedenken, dass seine Neshama, seine Aufgabe in dieser Welt, es muss durchführen, bis es wird Abend. Was heißt, bis es wird Abend? Junge Menschen sind morgens oder abends. Was bist du, ein Morgenmensch oder ein Abendmensch? Ich rede jetzt am Leben. Abendmensch. Nein, aber du bist noch jung. Morgen, dann. Bist ein Morgen, bist ein Junge. Abendmensch, meist bei Nacht bist du mehr wach. Ja. Lebendig. Okay, ich rede jetzt aber vom Alter an sich. Sagt der Rebbe, es gibt in der Zeit drei Teile: Beuker, Frühmorgen, Mittag und Abend. Und genauso der Mensch hat in seinem Leben begrenzte Zeit, wie viel soll er sein auf dieser irdischen Welt. Und er bekommt seine Arbeit auf eine gewisse Zeit und diese Zeit muss er unternehmen, um zu beenden, zu endigen diese Zeit. Jeder Mensch darf wissen, dass seine Lebenszeit ist eine begrenzte Zeit, hat eine bestimmte Grenze. Und seine Jahre sind geteilt auf drei. Die junge Jahre, das ist die Frühmorgen, die mittlere Jahre und wenn er ist Abend, die ältere Jahre. Der Mensch wird schwach und da begibt er an zu verdrießen, für was hat er vernachlässigt den Mittag. Was ist Verdruss? Weißt du, verdrossen zu sein? Bereuen, schlechte Gewissen. Wenn jeder hat einen Schritt gemacht und ich bin geschlafen und alle haben was geschafft und ich habe gar nichts, wie fühle ich mich? Nicht gut. Nicht gut. Welches Gefühl, das nennt man in Jiddisch? Verdrossen. Verdrossen bedeutet, ich habe was versäumt, ich habe vernachlässigt. Ja? Dort, wo alle die Zeit genutzt, ich habe ein bisschen... Das heißt, irgendwann sagt der Mensch, ich bin jetzt alt, in Altenheim, und jetzt ist schon Abend.
Schade, das habe ich nicht genutzt mein Mittag und nicht genutzt mein Morgens. Okay? Mhm. Okay. Das heißt, der Mensch ist gekommen in diese Welt, hauptsächlich Hashem zu dienen und die Welt zu dienen. Der Mensch ist gekommen in die jungen Jahren und in die Mitteljahren und die älteren Jahren. Der Mensch muss an sich arbeiten, sich auszuedeln, sein Charakter zu seiner Feiner und zu seiner Mensch. Was bedeutet zu seiner Feiner und ein Mensch? Wie beschreibt man ein Feiner und ein Mensch? Was ist ein feiner Mensch? Guter Mensch, anständiger Mensch. Was heißt anständiger Mensch? Jemand, der Beitrag zur Gesellschaft leistet. Sehr gut. Wenn eine hat nur Vergnügen von der Welt und er ist nur am Nehmen, dann ist er normal und auch legitim. Warum? Weil das ist Kinder. Was machen die Kinder? Gar nicht. Was machen sie die ganze Zeit? Sie nehmen. Warum bist du bereit, die Kinder zu geben? Aus zwei Gründen. Warum gebe ich meine Kinder, wenn sie nicht zurückgeben? Irgendwann werden sie dir geben. Weil irgendwann werden ich will, sollen sie mir geben oder ich will, sie sollen selbst sich selbst geben, der andere. Warum erziehe ich für meine Kinder? Sollen sie mir etwas zurückgeben oder sie sollen selbst auf die eigenen Beine stehen? Selbst auf die eigenen Beine stehen? Genau. Zurück zu mir, todar, aber ich will meine Kinder gar nichts. Schundara. Sie sollen diese Liebe und Investition, was sie bekommen von mir, soll Liebe geben ihre Frau und ihre Kinder. Gut, sollen sie sagen Dankeschön und schätzen. Es ist nicht verkehrt, ich bin nicht so ein Heiliger. Aber die große Intention ist, soll der Kind soll stehen auf der eigenen Beine und soll er schaffen und packen sein Leben alleine. Stimmt? Ohne Radhilfe. Kannst du dem Zeit, wo man fährt mit vier Rädern, kommt eine runter, da kommt noch eine runter und dann fährt man alleine. Jetzt. Kann jemand dem anderen beibringen, Fahrrad fahren oder kann man nicht? Kann man. Ja? Theoretisch. Wie kann man helfen? Kann man beibringen oder kann man helfen, dass er alleine versteht? Kann man helfen. Das heißt, ich kann dir nicht beibringen, Fahrrad fahren. Niemand kann dem anderen, weil zum Schluss, wer fährt dem Fahrrad? Ich. Du. Okay. Nur in dein Leben, Baruch Hashem, kannst du schon Fahrrad fahren. Kannst du schon Auto fahren, habe ich gehört. Was heißt das in anderen Wörtern? Dass du hast in dir enorm Selbstständigkeit und Möglichkeit, dir selbst Tugenden zu tun? Hätte man dir die ganze... Es gibt Gott behüte Kinder, Entschuldigung für das Beispiel, man muss sie nehmen auf einen Rollstuhl. Chas v'shalom. Oder man muss sie überall fahren, hin und her. Wenn ein Kind... Ich kann mich erinnern, als mein Sohn kam mit dem Führerschein, mein Herz hat so geschlagen von Freude, weil es war irgendeine Phase, wo ich gedacht, Mensch, fährt alleine Auto. Soll ich dir sagen, dass ich hatte keine Angst? Hatte ich. Aber warum hatte ich Angst? Weil ich habe ihm nicht zu... Warum hatte ich Angst? Weil es ist schwer für die Älteren zu kapieren, der Kind ist schon selbstständig und er schafft sein Leben alleine. Ich sage, nimm dem Auto, fahr ein paar Stunden, danach fahren wir zusammen. Jetzt muss ich dir sagen, als wir waren jetzt in the State, er hat uns genommen zum Airport in Amerika. Chapeau. In Amerika Auto fahren, boah, ein Stück Dschungel, oder? Das ist nicht jetzt Deutschland bis Basel, A3. Dort ist
richtig, richtig Verkehr. Brooklyn, LaGuardia, JFK. Why, why, why? Alle Meshugoyim. Und er ist gefahren, ruhig, gelassen. Ich war auf ihn sehr, sehr stolz. Wer ist gefahren? Motti. Motti? Ja. Motti lebt in Brooklyn. Motti lebt in Brooklyn. Wow. Ja. Gefahren, Auto, ruhig. Und so eine Chevy, so eine große Auto. Und als wir kamen zu dem Airport, wir haben gesehen Terminal 4. Ich sag, Motti, Motti, da. Reagiert nicht. Er hat gesagt, der Navi sagt, woanders. Ja, aber steht 4. Ich sag, Motti sagt, ich folge dem Navi. Hat er recht oder nicht? Hat er. Warum? Weil er selbstbewusst. Er lässt sich nicht von dem Älteren weder gut noch schlecht bekommen. Er ist selbst in sich zu packen, sein Leben mit seiner vollen Verantwortung. Und das hat mir total gefallen. Weil da habe ich gesehen, eine gewisse Selbstständigkeit. Dass ich brauche mir nicht Gedanken oder Sorgen über ihn zu haben. Und dieser Moment, wo man kann die Kinder loslassen, mit vollem Vertrauen, sie sollen das Beste machen, das macht ein größeres Vergnügen. Warum? Jeden Mensch will in sich das Gutes und das Beste zu tun. Jeder. Was ist unsere Abschwächung? Was ist unsere Probleme? Die Umgebung stört uns. Die innere Faulheit und Traurigkeit fehlt uns. Und jemand, der an uns glaubt, dass wir schaffen, so wie wir sind. Nicht so, wie sie sich vorstellen. Sehr oft Eltern haben an Kinder gewisse Träumeerfüllung. Wenn der Papa nicht gespielt Musik, will er, soll der Kind soll spielen Geige. Oder wenn der Papa, verstehst du? Ja, manchmal geht das nicht. Jetzt Zusammenfassung. Der Mensch muss aufstehen morgen früh und etwas tun. Und komme nach Hause Nachmittag, Abend. Er kann nicht die ganze Woche, dreimal die Woche. Dreimal die Woche arbeiten, zweimal die Woche was lernen. Nichts tun bringt zum Dummheit, Sündigkeit, Herzbitterkeit, Streitheit und beendet in Kriminalität. Warum? Was ist Kriminalität? Kriminalität bedeutet kurze Wege. Menschen, die nicht bereit sind, den langen Weg zu gehen, dann machen sie irgendeinen kurzen Weg und mit dem kurzen Weg denken sie, so gehen sie schnell nach vorne. Ich kann dir nur sagen, jeder, der kurze Weg gegangen, war zum Schluss Einbahnstraße. Geht nicht in dieser Welt kurze Weg. Gibt's Masel, eine von Millionen, hat eine Stimme von Pavarotti, da hat er Paranoia im Hals oder eine gewinnt in Lotto oder ist auch nicht alles. Aber normale Menschen müssen in ihrem Leben arbeiten. Ein Mensch muss wissen, dass das Leben ist begrenzt. Der Zeit ist ungeteilt, Frühmorgen, Mittag und Abend. Das, was der Mensch macht in seinen jungen Jahren, das stellt ein sein ganzes Leben. So wie er sich lebt, jetzt. Sagt der Rebbe, als jeder Jid darf Gott dienen. Und er darf seine Übergegebenheit zu Torah und Mitzvot. Zum Beispiel, wenn es gibt ein Handwerker, der macht von verschiedenen Sachen von Metall. Oder einer, der schreibt, schöne Schreiben oder ein Malen. Oder einer hat etwas eingepflanzt. Am Anfang, wenn er arbeitet, warum arbeitet er? Weil er will verdienen Geld. Aber was passiert, wenn einer hat sich gearbeitet
Irgendwann hat er in seiner Arbeit Zufriedenheit. Wenn er ist zufrieden, fällt ihm schwierig zu arbeiten oder viel leichter? Leichter. Leichter, warum leichter? Es macht ihm Spaß. Es macht ihm Spaß. Sehr gut. Aber am Anfang macht das keinen Spaß. Niemand hat in seinem Leben am Anfang Spaß. Nicht beim Musiklernen, nicht beim Handwerker, nicht beim Chauffeur, nicht beim Metall, nicht beim... Keiner. Keiner, gibt kein Vergnügen. Es beginnt mit Verantwortung. Es beginnt mit, niemand hat uns versprochen, Marshmallow und Zuckerwatte in dieses Leben. Dieses Leben, jemand, der will schaffen, muss sich anstrengen. Er muss sich anstrengen. Aber mit ein bisschen Geschmack und Vergnügen. Jetzt. Aber als Hashem hat gegeben die Torah, sie haben gesagt, na seh, wenn ich mal, wir tun und wir machen. Wenn einer trägt keine Verantwortung, manchmal lohnt sich, ihm zu schicken zur Armee. So, da gehst du die Armee. Was lernt man in die Armee? Zu tun, auch wenn man nicht versteht. Stimmt? Mhm. Und in die erste halbes Jahr von der Armee, der Soldat ist ein bisschen depressiv, aber der hat nicht keine Zeit, depressiv zu sein, weil man läuft so viel, man schläft so wenig. Und irgendwann ist er stolz, dass er hat geschafft, diesen Tyrannut, diesen Anfang, wo hat man ihm von einem kleinen Kind gemacht, eine selbstständig. Das heißt, es gibt zwei Wege, sich am Leben in die Hände zu nehmen. Oder durch meine Entscheidung, mich zu ändern oder zu verbessern. Oder durch ein Joch von Armee, von Arbeitgeber. Ein normaler Mensch, er will in sein Leben Freiheit. Jochlos. Verantwortungslos. Niemand soll mir sagen, was zu tun. Niemand soll mir auf dem Kopf stehen. Und soll ich machen nur das, was ich will. Normal und legitim. Wenn jemand ist anders, gehört er nicht zu dieser Welt. Eine von Millionen hat Spaß zum Lernen, dann hat er keinen Spaß am Leben. Okay, die normalerweise sehr, sehr hart beim Lernen und lieben es, haben so eine bisschen dunkle Galle. Sie haben schon Neigung schon für keinen Spaß. Sie haben eine kalte, eine kühle Eigenschaft. Du hast keine schwarze Galle, du hast eine weiße Galle. Du bist ein Lustiger, ein Lebensfreudiger, ein Genießer. Ja? Jetzt. Was glaubst du, welcher Weg wird dir mehr motivieren? Ein Weg, den man dir durch milde Güte zeigt den Weg und du gehst diesen Weg alleine, wenn es kommt von dir, oder ein Weg, wo du gehst zum Armee und dort bist du, wie man sagt, oder zum Arbeitsplatz, harte. Es war eine Familie hier in Frankfurt, ziemlich wohlhabend. Und der Junge hat nichts gemacht. Die Mama hat gebeten, ob ich kann in 2-3 Monaten im Altenheim suchen einen Job, zu arbeiten. Und wir haben das gemacht. Es hat ihm so geändert. Warum? Weil er hat verstanden, was bedeutet aufstehen, was bedeutet Stunden, was bedeutet Verantwortung. Und auch sein Geld, was er hat verdient, ist nicht viel. Ich glaube, es war 400 Euro monatlich oder 500. Aber schon sein erstes Geld, was er 3-4 Tage die Woche gearbeitet, hat ihm andere Perspektive am Leben geschenkt. Ich wiederhole die Frage an dir. Wo glaubst du, wird bei dir die Entwicklung besser mit Überzeugung aufstehen? Durch Recht und Gerechtigkeit, also Joch von Befehle und Akzeptanz, oder wenn es kommt von dir in deine Weg und in deine Richtung? Joch von Befehle. Joch von Befehle. Zuerst bin ich sehr, sehr überrascht und froh für deine Ehrlichkeit, die du es sagst. Als ich war 18 oder 19,
Ich habe gelernt in Yeshiva in Israel und mein Rebbe hat mit mir zu einem Gespräch gerufen und hat mir gesagt, ich schicke dir zu noch eine strenge Yeshiva in Amerika, in Ole Teire. Und da lernst du beim Rebbe, beim Lubavitcher Rebbe. Und es war, ich sag dir, in den ersten paar Monaten war mir zu schwer. Wirklich. Und weg vom Heim und von Israel und andere Sprache und Israeli. Und die Amerikaner haben mir genannt Dieb. Dear Israeli Brother. Also mit der Zeit habe ich mich integriert und Baruch Hashem gestiegen und gemacht. Okay. Dann haben wir die Sache verstanden. Und da, wenn der Mensch hat den Vergnügen durch die Befehle, findet er dem Kabbalat Ol, dem Joch, zum Süßkeit Hashem zu dienen. Shkoyach.